In Ungarn wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund 8 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Jüngsten Umfragen zufolge kann die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Allerdings ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen. Viele halten sich mit Aussagen zu ihrem Wahlverhalten zurück. Daher scheint eine Zweidrittelmehrheit, wie bei den beiden vorangegangenen Wahlen, unwahrscheinlich. Auf die Frage, ob er bei einem Wahlsieg endlich seinen Frieden mit der Europäischen Union schließen werde, sagte Orbán, man gehöre der EU an und sei loyales Mitglied aller internationalen Organisationen. Allerdings bestehe die Europäische Union eben nicht nur aus Brüssel, das sei ein Missverständnis. Die EU sei Berlin, Budapest, Warschau, Prag und Bukarest. Sollte sich Orbán durchsetzen, wäre es die dritte Amtszeit für den 54-jährigen Rechtskonservativen. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr. Mit ersten Hochrechnungen wird noch am Abend gerechnet.